Schon vor den Kundgebungen am Abend hat die Feuerwehr in Köthen zu tun. Unbekannte haben 5 Autos angezündet. Brennende Autos hier, mehrere hundert Demonstranten dort. Die AfD hat zu einem Trauermarsch durch die Stadt aufgerufen. Köthen ist in Aufruhr. Der Auslöser, der Tod von Markus B. Auf diesem Spielplatz gerieten mindestens 2 Männer aus Afghanistan in Streit. Dabei auch eine junge, schwangere Frau. Laut Augenzeugen stritten die Männer darum, wer der Vater des Kindes sei. Markus B. und sein älterer Bruder kamen hinzu. Die Situation eskalierte, es kam zum Streit. Kurz darauf starb der 22-Jährige. Nach dem Obduktionsbericht hat er an einer schweren Herzerkrankung gelitten und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit einem akuten Herzinfarkt erlegen. Tödliche Verletzungen, Beschläge oder Tritte konnten nicht festgestellt werden. Der Tod von Markus B. löst Empörung aus. Am Montag rufen rechte Gruppen zu einem sogenannten Trauermarsch auf. Rund 2.500 Menschen nehmen daran teil. Unter den Demonstranten etwa 500 Rechtsextreme. Sie ziehen durch die Straßen, rufen rechte Parolen, die Stimmung aggressiv. Die meisten von ihnen sind nicht aus Köthen, sondern aus anderen Bundesländern angereist. Die Bilder erinnern an die Vorfälle in Chemnitz vor 2 Wochen. Doch diesmal ist die Polizei vorbereitet. Als die Rechten aufmarschieren, gehen viele Köthener. Wir werden nicht zulassen, dass die Vorgänge, die aufzuklären sind, instrumentalisiert werden. Und wir werden die Stadt Köthen auch nicht zugereisten Rechtsextremen überlassen. Gegen die beiden 18- und 22-jährigen Afghanen wurde Haftbefehl beantragt. Ihnen wird gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Einer der beiden sollte abgeschoben werden. Wegen laufender Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen schwerer Körperverletzung, war das noch nicht möglich. Am Nachmittag wird ein Gedenkgottesdienst abgehalten. Die Kirche in Köthen ist gut gefüllt. Die meisten Köthener versammeln sich in stillem Gedenken.